So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin Egglock Challenge Part 75. Wir stehen quasi kurz vor dem Finale. Aber heute noch nicht. Heute gibt es noch ein bisschen Pokémon Liga. Time, Zeit, Dings. Beim letzten Mal haben wir die ersten beiden Mitglieder der Top 4 in Grund und Boden gestampft. Verlustfrei bisher, möchte ich kurz anmerken. Ich hoffe, dem bleibt auch so, denn ich bin mit meinem Team doch sehr zufrieden. Als nächstes steht uns bevor der Eiskampf, also gegen Frosina, die Eis-Top 4-Kämpferin. Ich bin gespannt. Allerdings denke ich, dass das relativ wenig Problem darstellen sollte. Ich weiß, ich werde voll aufs Maul kriegen, einfach weil ich gerade gesagt habe, dass es kein Problem wird. Ich habe nicht gesagt, es wird kein Problem, es wird kein großes Problem. Ist was anderes. Hier, der Boden ist und bleibt vereist und, ich mag die Animation immer noch hier. Schön. Und ich würde sagen, damit lassen wir auch Frosina ihre zweite Chance haben gegen Titan, der hoffentlich hier als Starplayer durchgehen wird. Und im nächsten Kampf muss ich überlegen, weil ich nicht mehr so ganz... weiß nicht so ganz, was ich gegen manche Pokémon tun soll. Es kommt auf an, mit was Dragan oder Drake, wie er im Englischen heißt. Ich finde Drake, by the way, ein sehr viel coolerer Name. Was ich gegen ihn machen soll, weiß ich nicht so ganz, aber es kommt halt darauf an, was für eine Pokémon er leadet, je nachdem, kann es gut werden oder halt grauenvoll. Aber jetzt erstmal, bevor wir uns Gedanken über die nächste Top 4 machen, machen wir erstmal Eis. Ein sehr cooler Typ. Ach Gott, schlechte Wortwitze. Welcome back. Oh yeah. Ich habe sehnsüchtig auf einen Trainer gewartet, in dessen Herz das Feuer der Leidenschaft lodert. Denn ich will sehen, wie so jemand gegen den frostigen Hauch der Mega-Entwicklung ankommen möchte. Und wenn ich mich nicht täusche, hast du ein Mega-Firnon-Tor. Top 4 Frosina. Und ich hoffe, du liedest mit einem Pokémon, das mir nicht... Na, wobei, das geht sogar. Und es ist, by the way, gar nicht mal so blöd, weil ich kein Feuer-Pokémon habe. Nee, ist gar nicht mal so blöd, weil ich, habe jetzt mit dem Hagelsturm ein bisschen zu kämpfen. Aber okay. Muss gerade an einen Tweet denken. Es hagelt, es gibt einen Hagelsturm Real Life. Wer lässt den Rexblizzard frei herumlaufen? Gruß an der Stelle an den guten Luke, aka Spore, aka Smackbro. Weil, muss. Und ich guck, dass ich Sternhieb im All durchziehe. Einfach, weil wegen stark. Und in der Hoffnung auf eventuell mal einen Angriffsboost. Ich möchte kurz anmerken, dass das Metagross von Troy in der Hinrunde etwas viel Luck hatte. Frostdaddyr. Wie steht's bei dir mit Verteidigung? Probieren wir es mal mit einem Patronhieb, weil da bin ich auf jeden Fall schneller. Und es reicht sogar für einen One-Hit. K.O. Ich glaube, der Crit hat vielleicht gemattert. But I'm not sure about this. Ich hoffe mal, dass ein bestimmtes Pokémon jetzt nicht kommen soll. Siberio. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Siberio wirklich kann. Ich hoffe einfach, dass ein Sternhieb reichen wird, um es rauszunehmen. Ah, und das tut weh. Wobei ich doch eine sehr gute Verteidigung habe. Dementsprechend nicht der Weltuntergang. Blöderweise habe ich nicht getroffen mit dem Sternhieb. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt treffe ich wieder. Trotz meiner Großlinse, ne? Möchte ich kurz anmerken. Aber gegen Siberio wird wahrscheinlich auch kein Patronenhieb reichen, dementsprechend. Alter, warum kriege ich eigentlich keinen Angriffsboost? Ich meine, was meinst du, was ich hier tue? Gut, das Ding ist niedriger als ich. Das ist sehr gut, weil das Ding kann, wie wir ja wissen, Eiseskälte. Und ich brauche keinen One-Hit-KO gegen meine Pokémon. Und Eiseskälte kann nur treffen, wenn wenn der Anwender ein höheres Level hat als das angegriffene Pokémon. Und da kommt ein Surfer und das sollte ich eigentlich wegstecken, würde ich sagen. Ich habe zwar nicht die beste Spezialverteidigung, aber ja, komm. Dies ist doch gar nicht mal so schlecht hier. Da hauen wir jetzt einfach weiter drauf. Ich meine, was kann schon schief gehen? Ich weiß, es ist normal stark, weil es einen Wassertyp hat, aber maybe Angriffsboost? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch langweilig. Au. Okay, dann will ich trotzdem nochmal heilen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich gehe jetzt mir gerade, ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe meine drei Tränke frei. Ich werde sie nutzen. Weil ich hoffe gerade, dass der nächste Sternhieb trifft einfach. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, relativ hoch ist. Durch das Großglas, wollte ich gerade sagen, durch die Großlinse. Weil ich gerade an ein Vergrößerungsglas dachte. Warum auch immer. Jetzt sollte das aber eigentlich reichen. Ich hätte auch seinen Kopfschuss einsetzen können. Hätte nämlich wahrscheinlich auch gereicht. Aber der Sternhieb kann mir noch einen Angriffsboost verpassen, wenn ich Glück habe. Aber nein, ich habe kein Glück. Dammit. Gelatino, ich habe gerade Gewaltro gelesen. Dachte mir so, the fuck, was macht Gewaltro hier? Gewaltro, das Eis-Pokémon, you know. Und so. Gut, das heißt, das Gelatino wird auch raus sein, weil ein Sternhieb, glaube ich nicht, dass es was in dem Team gibt, was ein Sternhieb sehr gut überleben wird, außer halt das Walreiser. Und da kommt Firnon-Tor, was ein Mega-Pokémon ist, was man sich ja vielleicht denken könnte.
Und jetzt wird, ja. Ich sag einfach mal, das Föhnerntor wird gleich wieder weg sein. Hallo Föhnerntor und, tschüss Föhnerntor, I guess. Ich glaube nicht, dass Mega Föhnerntor einen Sternhieb überlebt. Nein, tut es nicht. Ein Sternhieb von einem Metagross ist halt immer noch stark. Und wir haben es 7-mal eingesetzt und wir hatten keinen Angriffsboost. Sehr gut. Sehr gut, ich muss nochmal sagen, fuck this shit, ich habe gerade den Text überlesen, ganz nebenbei. Fuck this shit, dieses verdammte Metagross von Troy hatte verdammt viel Hex beim ersten Kampf. Das ist ja grauenvoll und wir haben ganz nebenbei den Kampf gerade gemeistert. Und Sternhieb rocks. Woo! Dein Ziel ist es wohl, auch in meinen frostigen Herzen auf Tauwetter für Tauwetter zu sorgen. Ach, doch sei es drum. Begib dich zum nächsten Mitglied der Top 4. Dragan wartet gewiss schon ganz ungeduldig. Gut, ich sollte langsam lesen und nicht schnell, weil schnell führt zu undeutlichen Worten. So, ich heile kurz den Titan wieder hoch. Ich will nämlich meine Pokémon mit voller Kraft haben. Und ich hätte gerne Beere. Und zwar hätte ich gerne, mehrere Yonago-Bären. Davon haben wir auf jeden Fall noch genug. Ich will den Sternhieb wieder auffrischen und ich würde gerne die Knirscher wieder voll hochziehen. Damit wir da auf jeden Fall genug haben. I don't know what's coming at us. Das war, glaube ich, grauenvolles Deutsch. Grauenvolles Deutsch war es auf jeden Fall. Nein, grauenvolles Englisch. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal. Und jetzt kommt Drake oder Dragan. Der letzte der Top 4. Wow, so schnell kann es gehen. Für mich ist das jetzt doch recht fix gegangen, meine ich. Vor allem der Kampf gegen Vosina war gerade so ein bisschen... yo. You don't know. You know, it's... No. Mamutl wäre eindeutig gut gewesen für ihr Team. Wegen Bodentyp, weil Stahl, Rocks, Eis. Sowas von. Und, naja, Eis ist halt einfach kein guter Monotype. Muss man einfach sagen. Ist, glaube ich, der schwächste Typ von Offensiv und Defensiv zusammen, was einfach so viele Schwächen hat und wenig Offensivstärken. Im Vergleich dazu. Dementsprechend, don't go for Ice. Monotype. Gut, Drache. Drache hingegen ist ein sehr guter Monotype und Stahl ist ja sowieso der beste Type, den es gibt vom Gesamtsetting. Deswegen ist Troy an sich auch eine harte Nuss. Ich bin echt überlegen. Ich denke aber, es sollte eigentlich so passen. Ich hoffe, er leadet mit nichts Blödem. Also, blöd wäre zum Beispiel Libeldra. Ganz ungünstig. Aber okay, wir werden das sehen. Boah, ich bin gerade voll nervös. Ich zitter gerade total. Vielleicht liegt es auch an den zwei Kassen Kaffee, die ich jetzt intus habe. Aber in Ordnung. Guten Tag, werter Herr. Da bist du ja endlich. Meine Pokémon und ich werden dir jetzt zeigen, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Geh am besten erst nochmal in dich und gib mir anschließend eine Kostprobe von deinem Können. Okay. Kann ich machen. Moment. Ja, das krieg ich hin. Top 4 Dragan. Und da ist wieder der epische Drache. Warum auch immer er schwarz sein muss. Sehr gut. Altaria als erstes Matchup. Nice. Nice Scheiß. Weil du theoretisch einen Zauberschein kannst. Das ist mir aber relativ bums. Ich hau meinen Sandsturm raus, steigere meine Spätzdef und Dragon Dance dann in den Himmel und noch viel weiter. Denn dann sollte ich an sich hier gut durchkommen. Ich brauche nur eine Gelegenheit, um mit Rex gut boosten zu können. Weil dann haben wir halt einfach den Typvorteil gegen einige der Drachen hier. Nicht gegen alle, aber gegen einige. Also, viele Drachen haben ja Drache Boden oder Drache Flug. Und es kann sogar Mondgewalt. Upsala. I forgot. Au. Aber der Sandsturm hilft uns da ein bisschen. Ihh, Spezialangriff. Okay, der Spezialangriff ist mir gerade relativ bums. Muss ich sagen. Das ist was, das Despotar jetzt gerade nicht zwingend braucht. Aber ich booste mich erstmal mindestens zweimal, wenn nicht dreimal oder viermal. Ich denke, eine Heilung kann ich quasi durchboosten. Ja, hallo, Schwerteschild. Schön, dass du da bist. Das ist mir aber relativ egal, weil Altaria hat nicht wirklich was mir Schaden zufügen kann in dem Sinne. Deswegen kann ich mich erstmal boosten und kann dann hinterher voll draufhauen. Weil dann auch der Steinhagel gut Schaden machen wird. Also gegen seine ganzen Drachenflug-Pokémon habe ich natürlich dementsprechend einen Typvorteil. Und durch den Drachentanz habe ich halt auch noch eine hohe Initiative dazu. Und wie gesagt, den Spezialangriff brauche ich immer noch nicht. Und solange der Sandsturm gerade aktiv ist, fühle ich mich relativ sicher gegen Altaria. Das heißt, ich go vor den Drachentanz weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, drei Boosts, wenn ich mich nicht verzählt habe. Warte, wir hatten Mondgewalt, Schwarteschild, Mondgewalt, Mondgewalt. Sollte passen. Weil ich mich gegen Altaria recht sicher fühle. Warte, wir hatten vier Runden jetzt, ne? Das heißt, ich gehe jetzt auf den Trank, damit er mir nicht so viel Schaden macht. Mit dem nächsten Angriff, weil dann kriege ich den Sandsturm, stärkt ja meine Spezialverteidigung. Dementsprechend kriege ich dann einen gewissen Protect gegen die Mondgewalt noch.
Das heißt, beim nächsten Mal wird es ein bisschen mehr Schaden machen, weil dann der Sandsturm jetzt aufhört. Da wir ja keinen Glattstein? Nee, wie hieß es nochmal? Glattbrocken, glaube ich, war der Name. Tragen. Was ja logisch ist, weil wir Mega-Pokémon sind. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Boosts drin und es wird natürlich erstmal der Tag ab. Sehr gut. So sollte das nicht funktionieren, aber in Ordnung. Ja, jetzt dürften wir etwas mehr, auf jeden Fall mehr Schaden. Hätte vielleicht anders machen sollen, aber in Ordnung. Gut, das hoffe ich mal, dass ich ein bisschen häufiger treffe. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Steinhagel im Vergleich zu XY etwas an Optik zugelegt hat. Tandrak. Du kannst Surfer, I guess? Aber ich kann Erdbeben. Und dementsprechend solltest du weg sein, weil du in der physischen Defensive bei weitem nicht so gut bist wie in der speziellen Defensive. Ich hab gelehrt. Ich hab meine Hausaufgaben gehört. Hast du deine Hausaufgaben gehört? Nein, hast du nicht. Ich erreiche Level 76 vor allem. Jetzt ist nur wichtig, dass ich mit meinen... Oh, Max-Axe. Dass ich mit meinen Gesteinsattacken noch treffe. Vielleicht kriege ich es nochmal hin, dass ich gegen ein Pokémon einen Vorteil habe. Ich weiß, ich will halt einfach... Bin ein bisschen vorsichtig, weil ich halt nicht so ganz weiß, was er mir noch so entgegenbringen kann. Eine Kampfattacke wäre halt fatal für mich. Dementsprechend nehme ich alles möglichst schnell raus. Lieber eine Bogenattacke als eine Kampfattacke, muss ich sagen. Eine Kampfattacke doch sehr viel Schaden macht. Citra King. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade halbwegs sicher. Das Schwierigste wird sein letztes Pokémon. Denn sein Mega-Pokémon, wer hätte es anders erwartet, ist Mega Brutalanda. Also, ist Brutalanda halt. Und da bin ich etwas skeptisch. Libeldra. Das sollte ich allerdings auch problemlos rausnehmen können. Was hast du eigentlich so jetzt für einen Angriff bzw. Verteidigungswert? Das möchte ich jetzt einfach mal wissen, weil ich es kann. Holy Macrony! Oh shit! Schaut euch den Angriffswert an! Oh scheiße! Und den Verteidigungswert oben drauf. Boah! Frag mich gerade, ob ich... Ich weiß nicht, was es mir könnte. Ich glaube, das Beste ist einfach auf Clearshot zu gehen, weil ich bin auf jeden Fall schneller und ich sollte es rausnehmen können. Weil den Angriff mal... Hier haben wir. Nee, wir haben mal 3, oder? Warte. Ja, mal 3. Wir haben jetzt quasi 900 Angriff, so ungefähr. Jetzt ist nur wichtig, dass mein. Okay, jetzt haben wir nicht mehr ganz mal 3, aber immer noch sehr stark. Jetzt ist es nur wichtig, dass der Steinhagel trifft. Weil jetzt kommt Mega Brutalanda ins Spiel. Und ich hoffe, dass der Steinhagel trifft. Hallo, Mega Jet Landa. Oder so. Ja. Es trifft. Nice, das sollte eigentlich reichen. Schön, dass du so weit oben bist, Brutalanda. Tschüss, das verschwindet in der KP-Anzeige. Finde ich sehr schön. Gut, damit hätten wir das auch geschafft. Wir besiegen Top 4 Dragan. Rex, du hast super gekämpft. Ausgezeichnet. Das meine ich jetzt aber auch. Und du warst mäßig. Aber okay, ich habe meinen Despotar gut genug boosten können. Sagen wir es mal so. Das war mir eine echt bittere Kost. Das war eine... Nochmal. Das war eine echt bittere Kostwahl für mich. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Los, junger Trainer, begib dich, Herr hoch erhobenen Hauptes, zur nächsten Herausforderung. Alles klar, aber nicht heute. Denn für heute, würde ich sagen, hat sich mein Team eine kleine Pause verdient. Und zwar, indem ich nochmal ein bisschen heile. Bisher, muss ich sagen, haben Zeus und Jägermeister noch nicht allzu viel gemacht. Aber das könnte sich eventuell noch ändern. Muss ich doch sagen. Jetzt erstmal heilen. Denn ich möchte gerne mit vollen KP gegen Troy ins Rematch gehen. Der letzte Kampf dieser Challenge steht uns damit bevor. Aber wie gesagt, nicht heute, sondern morgen. Oder halt, Blödsinn. Ihr seht das am... wann seht ihr das? Lasst mich denken, wir viel zu kurz. Da kann ich noch ein bisschen labern, das ist kein Problem. Ihr seht das am Donnerstag, denke ich. Den 3.12., glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. I'm not sure about this, aber ich glaube, es ist der 3.12. Wenn nicht, haut mich. Also wenn alles gut geht. Müsste sein. Und das bedeutet, übermorgen, also am Samstag, dem 5.12. gibt es dann den nächsten Part. Mit dem Finale der Egglock Challenge. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch einen Bonus-Part bezüglich der Geheimbasis. Wo ich noch ein bisschen was zeigen möchte. Ich guck nochmal durch, ob wir AP-technisch hinkommen. Das sollte eigentlich alles passen. Ich überlege mir vielleicht bis zum nächsten Mal noch ganz kurz eine Strategie gegen Troy. Ich habe keine Ahnung, welche Pokémon in dem Team und ich denke mal, ähnliches Team wie letztes Mal und ich denke, er wird wieder mit Panzer Aeron liegen. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich muss sagen, dass der schwierigste Kampf bei diesem Match, bei dieser Rückrunde war der schwierigste Kampf bisher wirklich gegen Ulrich, muss ich sagen. Was ich nicht erwartet hätte, aber in Ordnung.
Ich bin immer noch froh, dass wir die Psychoklinge überlebt haben. Aber es ist X-Bad. Wir haben gesehen, X-Bad kann mit einem Megastolos mithalten und es rausnehmen. Das muss man erstmal hinbekommen. Gut, wie dem auch sei, das war's für heute von Pokémon Omega Ruby Nightlock Challenge. Beim nächsten Mal gibt's das Finale, den Rückkampf gegen Troy. Und damit auch das Ende der Challenge. Dann werden wir sehen, haben wir die Challenge gewonnen, haben wir sie verloren oder ein Mittelding. Wir haben geloren, verwonnen, whatever. Mehr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Omega Rubin zum Finale der Egglock Challenge. Bis dahin und ciao, Leute.